Vor am Freitag. Nein, am Freitag warst. Dass sie was da herstellt, war am Samstag, den 3. April in der Lugner. Das ist die Zeitung vom Samstag, am Karfreitag war es. Das ist die Zeitung vom Montag, den 5. Oder Montag, April. Ist ja egal. Da setzen Sie in der Brünn auf und lesen. Na, brauche ich nicht, interessiert mich nicht. Ich war ja dabei. Dinge, die nicht stimmen. Ja, das behaupten Sie, weil ich war im Donauzentrum und nicht bei Ihnen. Da steht drinnen, dass Sie am Samstag, den 3. April in der Lugner City angegriffen wurden. Ja, das war halt möglich, dass das eine falsche Berichterstattung war, wenn der Herr Erlacher da sagt, die verwechseln es einfach mit dem Donauzentrum. Der Vorfall im Donauzentrum war ja eine Woche später. Nein. Na sicher. Nein. Das war am Sonntag oder was, Sie waren drauf, habe ich das in der Zeitung gelesen. Ist ja Blödsinn. Warum machen Sie Ihre Lugner City nicht rauffrei? Bleiben wir gleich beim Thema, ist viel wichtiger. Schauen Sie, ich bin nicht so ein Provokateur oder wie Sie sind, dass ich auf die Leute losgehe und sage, hallo, Sie rauchen und ich nehme Ihnen das weg. Ich will von den Leuten nicht geprügelt werden, weil ich habe kein Pfefferspray und habe keine Verteidigungsmittel mit. Er provoziert die Leute und dann sprüht er sie mit Pfefferspray an. Das ist ja eine Methode, so kann man ja nicht vorgehen, Bürger. Schön. Weil ich mich vor eurer Wiener Gewalt gewehrt habe, stellen Sie mich da so hin. Ihr seid ja furchtbar da in Wien. Es sind die Tiroler andere Menschen wie Sie, das sind anständige Menschen. Genau. Und in Wien sind auch anständige Menschen. Und tut es nicht die Wiener schlecht machen. Ja. Dazu kommen sind Sie auf der Statistik, Null. Die Statistik von der Gewalt wissen wir in Wien. Ist ja egal. Nicht? Warum machen Sie nicht die Lugner City rauffrei? Die Lokale. Bei mir überall angeschlagen, dass Rauchverbot ist. Und damit kommt man dem Gesetz zu genügt man ihm. Na, auf der Autobahn steht auch 130 Stundenkilometer und die fahren 150, zeigen Sie das auch an. Ihre Vereinigung der Fachzentren schreibt, sie möchten generell rauchfreie Einkaufszentren. Ja. Bitte schön, warum halten Sie sich nicht danach? Also, wenn ich überall anschreibe, dass Rauchverbot ist, na, was soll ich noch machen? Soll ich so wie Sie provokant sein und Ihnen die Zigaretten wegnehmen? Herr Lugner, das ist Ehrenbeleidigung. Sie entschuldigen sich sofort. Beweisen Sie das. Ist ja alles Schmäh. Wenn Sie sagen, dass ich lüge, dann klage ich Sie. Ja, bitte gern. Macht nichts. Okay, dann. Ich habe nichts mehr zu diskutieren. Das reicht mir. Ja. Provoziert. Wenn Sie nur Unwahrheiten vorlesen. 150 Schilder sind dort, wo steht, dass Rauchen verboten ist in der Mall der Lugner City. 150 und, Schilder. Ja, und diese 150 Schilder sind genug. Und wir haben 16 Fernsehmonitoren, wo auch draufsteht, dass Rauchen verboten ist. In drei Sprachen steht sogar dort. Aber das sieht er alles nicht, weil er nur provoziert und noch einmal provoziert. Wir haben jetzt noch ganz genau 5 Minuten Sendezeit. Halten Sie es noch aus? Ja. Es ist der Herr Lugner wirft Ihnen vor, Sie würden provozieren. Was machen Sie denn konkret, wenn Sie sehen, dass jemand raucht in einer Zone, wo er es nicht dürfte? Nein, es ist ja alles, er behauptet, dass das am 3. Mai nicht stimmt, dass die Zeitung vom 5. Herr Lugner, und der Auszug war woanders. Und ich bringe Ihnen gern morgen beide Zeitungen, die vom Donauzentrum und dann. Aber zu behaupten, dass ich lüge, wenn er eine Zeitung lesen kann, dafür kann ich aber nichts. Ja, ja. Das ist eine Zeitung vom 5. Mai. Das Donauzentrum war am Freitag nach dem 5. Wir April. Wir können leider nicht aufklären, wer schuld ist. Das können wir wirklich nicht, so leid es mir tut, ob das Redakteursfehler war oder ob falsche Angaben gemacht wurden. Später im Donauzentrum. Da waren ja zwei Vorfälle, ne? Eine Woche und dann eine Woche. War noch weniger. Das war diese Woche der zweite Vorfall im Donauzentrum. Aber ich würde besser sagen, bleiben wir doch sachlich. Das Ganze hat ja keinen Sinn. Mich interessiert kein Raucher. Ich will kein Rauchersheriff sein. Wir wollen alle keine Rauchersheriff sein von unseren Sympathisanten. Halten Sie sich einmal zurück und lassen Sie mich ausreden, Herr Lugner. Ich habe relativ wenig Redezeit. Das ist ja nicht Ihr Fernsehsender. Lassen Sie die Behörden und die Polizei und alle gegen die Leute vorgehen, die gegen Gesetze verstoßen. Aber nicht Sie als selbsternannte Heiligenschein wollen alles. Herr Lugner, bitte reagieren. Ich versuche es wirklich gerecht aufzuteilen. Herr Erlacher ist jetzt an Bord.
Herr Lugner, wir sind uns einig aufgrund Ihres Satzes, wo es da dazwischen geschrien haben, weil wir wollen auch nicht kontrollieren. Im Gesetz steht aber drinnen, wortwörtlich, dass die Behörde von sich aus nicht tätig werden darf. Das heißt, das heißt, dass Bürger hingehen müssen und wenn sie dort sehen, sie können dort nicht essen oder die Kennzeichnung ist falsch oder in dem Einkaufszentrum kann man Mütter mit Kindern nicht hineingehen, wenn man den Tabak auch nicht vertragt, wenn man asthmakrank ist oder allergiekrank ist, dann muss der Bürger von sich aus eine Anzeige machen. Sprich, er muss zur Behörde hingehen, zu einem Magistrat. Er muss zum Magistrat und muss dort eine Anzeige machen. Warum und dann erst, und in dann erst wird die Behörde. Steht, dass der Bürger eine Anzeige machen im Tabakgesetz, Herr Lugner, du uns lesen. Er muss eine Anzeige machen, das ist doch ein Blödsinn, bitte. Wenn es ihn stört, habe ich gesagt. Sie hören ja gar nicht zu, Sie sind so fanatisch. Ich weiß nicht, ist das die Raucherlobby oder die Gastrolobby oder Tabaklobby? Probieren wir noch zwei Minuten halbwegs ruhig zu bleiben, was ja tatsächlich so ist. Wenn man sagt, die Bürger müssen eine Anzeige machen, wenn sie einen Raucher sehen, das ist doch ein Blödsinn. Lass es mich so formulieren, dass es unmissverständlich ist. Tatsache ist, dass die Behörden von sich aus ja wirklich nicht kontrollieren. Die sagen, erst wenn wir eine Anzeige kriegen, wenn jemand was stört, dann kommen wir und überprüfen das. Und deshalb fühlen sich Menschen, die sich gestört fühlen, da quasi dazu veranlasst. Sie müssen natürlich nicht. Ja, wir haben ja keine Kontrollpflichten, aber die sagen, es geht nicht anders, weil der Staat wird uns nicht helfen. Schau, da gibt es eine Anzeige vom Herrn Erlacher, da zeigt er mich an. Am 8.9.2009 fünf Personen rauchten in der Nähe der Aschenbecher. Wir haben, weiß ich, 20 Aschenbecher stehen oder 30 im Haus. Wir haben 4.800 Quadratmeter Mollfläche. Wie soll ich mich denn gegenüber der Behörde überhaupt verteidigen oder irgendwas? Ohne jeden Beweis, wenn ich auf der Autobahn 150 fahre. Jetzt sagt sie ruhig, wenn ich auf der Autobahn 150 fahre, dann gibt es ein Radar. Messung und da wird es mir nachgewiesen. Aber fünf Personen rauchten in der Nähe eines Aschenbechers. Aber was ist denn das für eine Anzeige? Dass das Tabakgesetz ein Unsinn ist? Bitte? Kann man dann nicht sagen, dass das Tabakgesetz ist schuld? Das Gesetz hat sowieso seine Fehler, weil das Gesetz nicht auf die modernen Mittel Rücksicht nimmt. Es gibt Lüftungsanlagen. Wir in der Lugner City haben in jedem Gastronomielokal den 12-fachen Luftwechsel in der Stunde. Es gibt Tische, wo man den Rauch absaugen kann, wenn man will. Das haben wir noch nicht. Und mit dem 12-fachen Luftwechsel kann ich die Gesundheit sogar der Angestellten sichern, während in einem Lokal, das man unter 50 Quadratmeter als Raucherlokal deklariert, was man kann, müssen alle Leute, die dort drin sitzen, im Rauch ersticken, so, unter Umständen. Und wenn man eine Lüftungsanlage einbauen würde, würde das nicht sein. 20 Sekunden und da könnte haben wir noch, die gehören jetzt Ihnen. 25 zu 5. Okay, also ich muss sagen, ich war erst 7-mal bei Ihnen drinnen. Ich habe diese Anzeige nicht gemacht. Was ich angezeigt habe, das sind diese 32 Lokale. Ja, das stimmt. Aber sonst mache ich nicht Anzeigen, sondern wir leiten die Anzeigen weiter, die bei uns eintreffen. Wir haben keine 32. Damit sind wir am Ende der Diskussionszeit und beim Endergebnis angelangt. 25% unserer heutigen Zuseher und Zuseherinnen sind der Ansicht, wir brauchen Rauchschärfes, private Menschen, die sich dafür einsetzen, dass die Tabakgesetze tatsächlich eingehalten werden. 75% sagen allerdings, nein, wollen wir nicht. Ich bedanke mich für die Diskussion. Vielen Dank, dass Sie heute hier waren. Morgen geht es um ein völlig anderes Thema, nämlich um die Frage, darf man eine Krankenschwesterschülerin von der Schule verweisen, weil sie Fotos für ein Männermagazin hat machen lassen. Sie kennen vielleicht schon den Fall der 24-jährigen Ramona Galler. Sie wird morgen bei uns zu Gast sein und ja, gegen Meine Vertreter... Sekretärin ist eine Freundin von ihr. Vielleicht können wir Ihre Sekretärin auch dazu einladen, weil Sie die so gut kennen. Danke, Frau Siegel. Wunderbar, danke schön, dass Sie heute hier waren. Ich hoffe, wir sehen uns morgen wieder ab 19.15 Uhr. Schönen Abend und viel Spaß mit der Bill Cosby Show.